und herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe von Campus TV Kompakt, dem neuen Nachrichtenformat aus Lingen. Der Campus Lingen öffnet seine Tore. Am 14. Mai tummelten sich rund 700 Gäste in Halle 1 und 2. Die Fakultät Management, Kultur und Technik bot ein vielfältiges Informationsprogramm. In kleinen Vorlesungen stellten Lehrende die verschiedenen Studiengänge vor. Studierende führten Besuchergruppen durch Gebäude wie die Bibliothek, das Burgtheater und die Labore, in denen studentische Hilfskräfte und Mitarbeiter Auskünfte über aktuelle Projekte gaben und Fragen beantworteten. Bei verschiedenen Workshops konnten Studieninteressierte weitere Einblicke in den Alltag eines Studenten bekommen. Und auch die AStA und die Fachschaft waren vor Ort und sorgten mit frischen Waffeln und kalten Getränken für das leibliche Wohl der Gäste. 25 Studierende verschiedener Studiengänge, von Wirtschaftsingenieurwesen und allgemeinem Maschinenbau über Betriebswirtschaft bis hin zu Kommunikationsmanagement, sind über die Grenzen des Emslandes und der Grafschaft Bentheim hinaus zum Hauptsitz der Firma Miele nach Gütersloh gefahren. Die Studierenden wählten zwischen drei Fachvorträgen. Somit konnte sich der Konzern für die unterschiedlichen Studiengänge als potenzieller Arbeitgeber in Gütersloh präsentieren und gewährte den Studierenden Einblick ins Unternehmen. Am 26. April fand der Bewerbertag am Institut für duale Studiengänge statt. Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 11 bis 13 hatten hier die Möglichkeit, Unternehmen aus der Region kennenzulernen. Es gab verschiedene Workshops wie Bewerbungstrainings, Einstellungstests und Assessment Center. Hier konnten sich die Schülerinnen und Schüler den Anforderungen der Unternehmensvertreter stellen und so einen Einblick in die Arbeitswelt gewinnen. Vom 28. bis 30. April fand auf dem Vorplatz der Mensa Westerberg das jährliche Terrassenfest statt. Besucherinnen und Besucher erwartete ein Flunkyballturnier, ein Charity-Lauf und eine Comedy-Abendvorlesung. Für Partystimmung sorgten unter anderem die Bands 30 Grad im Schatten, Razzmatazz und Caught in the Act. Ein großer Dank seitens des Organisationsteams des Terrassenfests geht an zahlreiche fleißige Helferinnen und Helfer, die beim Ausschank an den Theken und beim Verkauf am Grill mithalfen. Hoppla, jetzt komm ich. Das Theaterstück der Zweitsemester des Studiengangs Theaterpädagogik feierte am 9. Mai Premiere im Burgtheater. Unter dem Titel Hoppla, jetzt komm ich inszenierten die Studierenden biografische Geschichten. Im Zentrum standen brenzlige Momente aus der Kindheit, in denen es wichtige Entscheidungen zu treffen galt. Sowohl bei der Premiere als auch bei der Veranstaltung am Folgetag zeigten sich die Zuschauer im ausverkauften Saal begeistert. Black and White, das war das Motto der vergangenen Campusparty in Halle 4. Organisiert wurde diese Party von den Mitgliedern der Lingener Fachschaft. Getreu des Partymottos tanzten an dem Abend Studierende unterschiedlichster Fachrichtung in schwarz-weißer Kleidung durch die Nacht. Wer eine Auszeit vom Tanzen brauchte, konnte in der Fotobox des Fotografen Roman Starke lustige Erinnerungsfotos mit seinen Freunden schießen lassen. Wie lange darf ich auf einem Schaukelgerät sitzen? Oder was sind Humanschwingungen? Diese Fragen klärte Professor Dr. Jürgen Adamek am 4. Juni beim Kindercampus. Kleine Forscher und junge Wissenschaftler zwischen 9 und 12 Jahren konnten außerdem erfahren, wie Schwingungen gemessen werden. Die Eltern konnten die Vorlesung im Nebenraum live auf der Leinwand mitverfolgen. Dieses Jahr feiert der LRG Drachenboot Cup sein 10-jähriges Jubiläum. Am 14. Juni findet die 10. Drachenboot-Regatta auf dem Dortmund-Ems-Kanal statt. Die Campus-Crew und das Drachenboot-Team des Instituts für duale Studiengänge ab in die Steinzeit vertreten die Hochschule beim Wettkampf gegen regionale und überregionale Teams. Am Abend lädt die Lingener Rudergesellschaft zur Drachenboot-Party bei Volksfestatmosphäre ein. Kicken und Kontakte knüpfen. Am 6. Juli veranstaltet die Hochschule Osnabrück ein Fußballturnier auf dem Sportgelände in Lingen-Schepsdorf. Studierende, Mitarbeiter und Professoren können in kleinen Mannschaften gegeneinander antreten. Auch Zuschauer zum Anfeuern sind herzlich willkommen. Besondere Vorkenntnisse müssen nicht vorhanden sein.
Die Abseitsregeln werden vor Anpfiff noch einmal erklärt. Das war's für heute vom Campus in Lingen. Ab jetzt informieren wir regelmäßig über aktuelle Themen aus dem Campus TV-Studio.